Kanal K. Ja, schön, haben wir auch die zweite Stunde taktlos Metal eingeschaltet auf Radio Kanal K Rock Session und auf YouTube. Demal in dieser Stunde angekündigt, nicht aus dem Studio von Radio Kanal K, sondern aus dem Bandroom von der Voltage Arc. Danke, dass ich hier bei euch darf zu Gast sein. Danke, dass ich hier bin. Aber du bist dabei, ja. Cool. Unsere Hörer werden euer neues Album in dieser Stunde kennenlernen, Sexy. Yes. Wir nehmen alles auf, tun die Heide das als Musik zwischen die Stiefeln. Für euch tönt es draussen in den Radios so, als würden wir Musik auch hier rein lassen, brauchen wir nicht. Voltage Arc kennen die Musik, genau. Sie könnten sie auch spielen. Ja. Und wir erfahren etwas über eure Band, darum erfahren etwas über das neue Album. Wir werden, wenn ihr wollt, auch erfahren, wie es bei euch weitergeht. Ja. Viel Spass auch in dieser Stunde, wünscht Roger Wettli. Time.
Ja, das sind Vulture Shark auf Radiokanal K Rockstation und auf unserem wunderbaren YouTube-Kanal. Bei uns nicht im Studio, sondern im Bandroom. Demmel bin ich zu Gast, Roger Wettli. Ich bin bei Moritz, mit Timo und Toni und bei Merlin zu Gast in ihrem Proberaum. Wenn man den so anschaut, es ist ein altes Gebäude. Es war dunkel, als ich es gesucht habe. Es hat fussen abgefuckter ausgesehen als drinnen. Er hat das sehr schön eingerichtet mit Wänden, die verschallt sind, oder? Ja, rote Wände, das sieht edel aus. Er hat eine kleine Bühne. Yes. Fürs Feeling, das ist wichtig. Fürs Feeling und auch für kleine Partys. Okay. Wegen dem auch die völlig unverhältnismäßig vielen Lampen, die da an der Decke abhängen. Ist das nicht, damit ihr gerade das Live-Feeling habt, wenn ihr spielt? Unter anderem an den Partys, die Timo vorhin gerade angesprochen hat. Zudem, wenn mal wieder die Heizung ausfällt, können wir einfach Theaterscheinwerfer anlassen und dann haben wir auch warm. Oder zwei, drei Songs spielen, dann wird es auch schön machen. Genau. Was ist der wichtigste Ort im Bandraum für euch? Der Kühlschrank. Der Kühlschrank, ja. Eindeutig. Dazu muss man sagen, wir haben eine kleine Bar eingerichtet. Das Herzstück von der ganzen Band, vom ganzen Betrieb. Also vom ganzen Dorf, wenn wir Es ist eine Art zu einem privaten Partyraum geworden. Das ist ein bisschen, wenn man sagt, für das ganze Dorf. Es war früher mehr. Wir haben hier einige Konzerte veranstaltet. Eigentlich ja, es ist eigentlich je länger je mehr so ein bisschen zum Ruder ausgelaufen, auch von der Anzahl Leute, die gekommen sind. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass wir uns mit dem eigentlich unsere Konzerte konkurrenzieren, die wir selber spielen. Mhm. Da wir immer noch viel hier in der Region spielen. Und da haben wir das jetzt ein bisschen zurückgestuft und machen jetzt wahrscheinlich im Schnitt einfach noch etwa einmal im Jahr eine Party da drinnen, die dann aber richtig zum Ruder ausläuft. Yes. Was natürlich auch nicht ausschließt, dass eigentlich sicher zweimal in der Woche da gleich ein hemmungsloses, darf man sagen, Besäufnis stattfindet mit irgendwelchen Leuten, die halt vorbeilaufen. Wir sind im Dorf, oder? Wichtig für uns ist einfach, dass wir, wenn wir am Arbeiten sind, dass wir für uns vier sind und dann da so gegen uns kommunizieren, sodass wir eigentlich, wenn wir dran sind, auch ein bisschen unsere Ruhe rein können. Ja. Vielleicht zum Raum selber noch, muss man sagen, also den hat der Toni hauptsächlich in Eigenleistung gebaut, sonst könnten wir nicht so komfortabel proben, wie wir es da tatsächlich dürfen machen. Und es ist am Anfang eigentlich klar gewesen, dass der Raum nicht nur eine Funktion darf und soll haben, sondern dass der mehrere Funktionen soll können einnehmen. Unter anderem haben wir uns, also Prio 1 ist natürlich, es muss ein Bandraum sein für uns, wo wir können arbeiten und wir uns auch wohlfühlen. Nummer 2 ist schon klar gewesen für uns, wir haben früher auch schon immer im kleinen Bandraum, der gerade oben uns ist, für ein Viertel von der Flächigkeit von dem hier, haben wir auch ab und zu mal halt einfach Gäste gehabt und wir haben auch welche Gäste weiterhin hier können empfangen, wie zum Beispiel auch dich. Aber was auch wichtig ist, ist, hier innen haben wir übrigens auch unser Album aufgenommen. Ja. Das ist natürlich, es ist auch ein Studio da. Und ja, die Technik wohnt hier oben, der Live-Room ist hier unten und das muss halt auch so funktionieren, dass es hat einfach wirklich auch viele verschiedene Funktionen. Also er nimmt unten auf und oben ist Technik. Okay, ist spannend. Yes, das können wir noch, das ist gerne zeigen. Dann. Wie viel Zeit verbringt ihr an der Bar im Vergleich zu den Instrumenten da innen? Ja, also wenn du an der Bar auch noch zählst, dass wir da unsere Laptops aufschlagen und diverseste administrative Arbeiten erledigen, verbringen wir auch etwa 50-50. Mhm. Ja. Jetzt haben wir eine kleine Bühne hier. Darauf haben wir nach dem ersten Konzert ein bisschen umgestellt gehabt, oder haben wir den ganzen Bandraum umgestellt gehabt nach dem ersten Konzert, um mehr das Live-Feeling zu haben im Proben. Das war am Anfang an so, um ehrlich zu sein. Wir haben am Anfang an Bühne Wellen bei uns im Bedroom. Was aber dazu kommt, ist der Drum Riser, den haben wir dann nachträglich hinzugefügt. Ja, ja. Aber das Bühnenbild, so wie es hier jetzt siehst, so treten wir auch live immer auf. Schlagzeug in der Mitte, das Rack und Bassboxen rechts und die Gitarre und Amp links. Das ist eigentlich wie also das ganz normale Live-Setup. Also, ja. Also, ihr fühlt euch auf der Bühne eigentlich wie die Heimproberaum bis zu einem gewissen Grad aus, dass also die Bühne vielleicht ein bisschen grösser ist, je nachdem. Yes, genau. Je nach Ort. Das ist auch gewissermaßen Absicht. Also, wir, eben, mittlerweile tun wir auch unsere Show klar durchplanen. Und da können wir hier halt einfach alles üben. Und sonst in einem, also im alten Bandraum ist das einfach nicht möglich gewesen, dass man die Show-Elemente wirklich einprobt. Und das können wir hier machen. Das ist schon
klarer Vorteil. Yes. Hanker rum, wenn wir hier am Schreiben sind, sieht es anders aus. Dann liegen, hocken, stehen wir am umweisen Haufen Pestkranken. Also es ist je nach Anlass. Ja, genau. Sieht es ein bisschen anders aus. Aber wir haben ja den Platz, den wir für da können brauchen, oder? Also, das ist eben schön. Und wir haben auch Pest. Also, ja, wie auch Cholera. Dann lassen wir in das neue Album mit rein, schauen, was da in dem Proberaum entstanden ist. Fuck you! Oh!
sind Voltage Arc auf Radio KLK Rockstation auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin im Proberaum von Moritz, Timon, Toni, der Merlin von der Voltage Arc, wo in diesen Tag Mitte September. Yes. Haben wir das dritte Album ausgebracht, Ecstasy. Ein neues Album ist das dritte, ist so lang, wird so langsam langweilig oder ist immer noch genug frisch? Hey, überhaupt nicht. Das ist meine, nach dem Album ist vor dem Album. So, schon genug Bier gehabt. Nein, also wir sind jetzt, heute Abend haben wir eigentlich gerade eingeplant, dass wir uns dran machen, zum wieder schreiben. Heute ist ein grosser Tag, wir fangen heute an. Mit dem nächsten Album? Mit unserem neuen Album. Okay. Also, ja. Da darf man gar nicht zu viel erzählen, jetzt geht es. Aber das heisst, ihr habt schon wieder, in dem Sinne, euch gehen die Ideen nicht raus, ihr habt schon wieder neue Ideen. Ja, das finden wir heute raus. Ja. Nein, also, ich glaube, es war auch eine lange Session, wo wir einfach hergeschafft haben, um das Album zu veröffentlichen. Das sind, wenn ist es fertig war? Ja, also ich meine, die Songwriting-Session haben wir irgendwie... Was haben wir gehabt? Ich glaube, im Februar war die Songwriting-Session fertig. Also im Februar. Vor einem Jahr. Das müsste 22. 23. Ja. Genau. Und dann ist eigentlich, ab dort haben wir die ganze Sache zweimal aufgenommen. Und dann sind wir eigentlich Ende 23 sind wir fertig gewesen. Und ab Ende 23 bis jetzt war einfach noch Albumproduktion. Also ja, Musikvideos und Booklets und Promo. Eben das, was Merlin vorhin gesagt hat, das ist wirklich real. Das ist etwa die Hälfte der Zeit, die wir verbringen mit dieser Band, ist Marketing. Ja, genau, ist Marketing. Einfach, dass wir irgendwie unseren Sound auch an die Leute bringen. Ich glaube, das ist auch etwas, das mega unterscheidet von noch vor ein paar Jahren, dass wir erkannt haben, wir können nicht nur Musik machen, sondern auch schauen, dass die Leute das hören. Und, Especially bringt es nichts, wenn es niemand kennt. Es ist so, ja, voll. Und darum eben, haben wir mega viel Zeit eingesteckt und jetzt brennen wir auch mega drauf, um uns wieder können, an die Songwriting-Sessions herzumachen. Ja. Ja, und neben dem eben haben wir auch noch, jetzt im letzten Jahr, mit dem neuen Album zusammen, haben wir noch neue Band-Outfits gemacht, ein neues Bühnenbild jetzt gegeben. Und zu dem her haben wir auch noch angefangen, eine geile neue Show planen, wo unbedingt alle Hörerinnen und Hörer von Taktlos Metal sich das Gemüt führen. Ja, das ist Marketing! Nein, Songwriting ist das eine und es ist immer eine geile Phase. Und plötzlich ist es auch so, wir planen auch so ein, so hey, bis dann und dann müssen wir das Album fertig schreiben, aber ganz ohne Druck bringen wir einfach nichts her. Wir brauchen ein bisschen den Zeitdruck, und ein bisschen, dass wir ein bisschen kreativ werden. Und dann schreiben wir eigentlich wirklich so Songs. Und nachher kommt halt wieder eine längere Produktions- und Phase und das braucht einfach schlussendlich eben so dermaßen viel Zeit und ja. Aber das tut nach sehr vielen verschiedenen Aufgaben. Ja, ja, das und für das lange 4 Personen. Also 4 Personen Teilzeit ist knapp, darum schaffen wir alle 100% neben der Band. Genau. Also das Ding ist einfach, dass wir das Projekt irgendwie so am Laufen haben mit all den eben Aufgaben, die anfallen. Mehrere sagen, wir arbeiten oder studieren alle noch zu 100%. Haben wir schon einen Weg gefunden. Wir sind einfach sehr viel da unten und wir verzichten auf Sachen wie zum Beispiel Schlaf oder Liebe oder sozialen Austausch. Also so nebensächliche Sachen eigentlich. Braucht es gar nicht. Genau, da eben der grosse Ding von uns könnt. Und an dieser Stelle müssen wir auch noch schnell erwähnen, dass wir um uns herum haben mittlerweile so viele einfach grandiose und wirklich tolle Leute haben, die uns zur Hand gehen und uns unterstützen, wenn wir bei gewissen Sachen, einfach, die wir nicht selber machen müssen, irgendwie nicht mehr nachher mögen, dass wir dort wirklich auch viel Unterstützung bekommen. So. Genau, ein grosser Teil, was immer auch noch war, ist unsere Fans wirklich einbeziehen. Und da haben wir jetzt ein bisschen abgeben, weil wir haben zwei sehr gute Kollegen von uns haben einen Fanclub gegründet. Der offizielle Voltage Arc Fanclub, was ja obergeil ist. Join it! Ja, genau. Nein, und die machen wirklich, die übernehmen auch eine sehr wichtige Aufgabe, was uns extrem viel Arbeit abnimmt. Also das ist wirklich sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir nochmal das Ergebnis sehen, das da unten entstanden ist. Well, I wake up in the morning and I take the wild pill, the pill that's gonna make me feel like...
Schön, dass ihr weiterhin dabei seid im Tagschluss Metal auf Radikal K Rock Station auf unserem YouTube-Kanal. Diesmal nicht aus dem Studio von Aarau, sondern aus dem Proberaum von der Voltage Arc. Ja, jetzt bin ich einst zu Gast, und zwar bei Moritz, mit Timon, Toni und bei Merlin, was am 6. rausgegeben haben, ein Mischwort aus, nehmen wir an, Sex und Ecstasy, wobei Sex, nicht, ja, Sex ist ja ausgeschrieben. Genau, ein Mischwort wäre, wenn das, egal. Aber gleich, es hat, und ihr habt ja auf dem Cover ist auch eine Frau mit einer Pille auf der Zunge, genau. Genau, ja. Quasi in der CD innen ist Rock'n'Roll und genau. Vorne drauf sind Sex und Drugs. Es ist einfach alles ist dabei, was man braucht. Ja. Textlich habt ihr euch von was leiten lassen? Von sehr unterschiedlichen Sachen? Oder habt ihr, ja. Habt ihr das Konzept dahinter gehabt? Habt ihr gesagt, ihr wollt nur über Zwerge singen? Wir haben nur über Bier gesungen. Genau. Nein, natürlich nicht. Wobei man muss sagen, Bier hat eigentlich verdammt grossen Stellenwert. Kommt immer wieder mal etwas. Oder am Freitagabend einfach miteinander gute Zeit haben. Ich glaube, das ist auch das, was ein grosser Teil ist von unseren Konzerten, dass man irgendwie miteinander zusammen eine Party macht. Genau. Gute Zeit hat. Und aber nichtsdestotrotz, ich glaube, bei den Texten findet man schon so ein bisschen verschiedenste Ansätze. Und also ich glaube, der grösste Teil zu dem oder zu diesen Ansätzen kann auch Toni sagen. Ja, obwohl ich natürlich nicht alle Texte geschrieben habe. Danke. Alle anderen Mitschreiber da übrigens. Ja, aber ich denke schon, also wer jetzt erwartet hat, dass wir irgendwie politische Texte schreiben oder so, muss sich leider enttäuschen, das ist gar nicht unser Ding. Da machen wir unter anderem auch bewusst unsere Musik, also wir finden sowieso, dass Politik in der Musik eigentlich nichts verloren hat und schon gar nicht unsere Musik, weil wir machen so, ich weiß auch nicht, ich glaube, da könnte man so ein bisschen, ja, Party-Rock irgendwie Party, sagen ja. Und das ist einfach, dort geht es einfach um irgendwie ein Lebensgefühl, den Rock'n'Roll feiern und genau. Und Bier geht es auch gerne. Ja, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen die Philosophie, die hinter dem ganzen Projekt steht. Das ist eigentlich so, entweder wenn du CD reinschiebst oder wenn du an ein Konzert kommst oder was auch immer, dann solltest du einfach mal so ein bisschen, dann kannst du mal einfach alle Sorgen für anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, wie lange du Zeit nehmen willst mit uns. Also, wie auch immer, einfach mal schauen, Fenster auf, rausschmeissen und zumachen, kannst du mal kurz ein bisschen draussen warten und dann kannst du dich einfach mal ein bisschen verlieren und dann mal einfach so ein bisschen nebst dem geregelten Alltag und den stieren Vorschriften und dem Stress, irgendwie, wo wir sonst überall irgendwie erfahren, einfach sich mal schonungslos die Ekstase hinzugeben. Das ist eigentlich schon so ein bisschen unsere Philosophie, die wir gerne haben, nach Hause vertreten. Und das ist, um da geht's. Ist das so, wo wir auch die Videoclips eigentlich, ja, also tut das eigentlich dort auch schon ausdrücken, oder? Ja, irgendwie schon. Genau. Ja, eigentlich die Videoclips basieren grösstenteils schon ein bisschen auch auf den Lyrics von den Texten. Und wir haben jetzt zu diesem Album haben wir ja 3 Musikvideos rausgegeben. Und die widerspiegeln eigentlich so ein bisschen im Gesamten, so also ein bisschen den Gesamtflow vom Album. Und also ein bisschen die Message. Genau. Das ist gleich immer meistens humorvoll bei euch. Genau. Also mit einem kleinen Augenzwinkern. Genau. Zum Teil auch einen grösseren. Und ich finde es auch schön, dass ich auch mehr oder weniger aus dieser Umgebung komme. Man kennt die Gegend. Also in der Regel gehen wir nicht so weit für die Videoclips. Nein. Höchstens 5 Kilometer. Maximal. Ja, weißt du, wir dürfen eigentlich alle einfach nicht fahren, oder? Das ist so ein bisschen Problematik. Nein, wir können, also zu dem Video muss man da wirklich sagen, es gibt die ganzen Musikvideos, macht einfach ein Typ, ein Kollege und Nachbar von uns, der Fabio Giantera. Und der übernimmt einfach alleine einen Job, wo man problemlos könnte auf irgendwie 10 Leute aufteilen. Also der filmt alles, der bereitet alles mit uns und teilweise auch ohne uns vor und schneidet alles und es ist wirklich einfach der ist wahnsinnig, es ist geil. Wir kommen auf Location-Scouting und Zeug. Ideenentwicklung, alles. Ich würde sagen, das ist auch wirklich einfach geil mit dem. Das ist einfach so der eine Typ, der einfach alles im Griff hat. Er ist mit uns in die Schule gegangen, ist hier aufgewachsen mit uns zusammen. Und eben, ja. Ich glaube, er kennt uns ja so mega gut eigentlich. Kennt. Er ist häufig hier, in unseren Partys. Und ich glaube, eben das ist das, was der Toni gesagt hat. Ich glaube, so ein bisschen das, wo wir leben, oder, zum Teil, das beeinflusst unsere Texte, unsere Musik. Unsere Musik beeinflusst wieder irgendwie
unsere Tests, das ist eigentlich so wie ein Wechselding, und der Fabio, das alles aus nächster Nähe mit überkommt, kann er eben auch zum Beispiel genau im richtigen Moment ansetzen und das dann halt irgendwie auf die Videos bringen, und das ist eine unschätzbare Kompetenz von ihm. Ist Voltage Arc auch ein bisschen Beinwil am See? Das kann man, glaube ich, schon sagen, ja. Also wir sind alle da aufgewachsen, also irgendwie so, und ich glaube, es geht uns allen so, dass wir uns recht verbunden fühlen mit dem Dorf, ja, da und auch mit den Leuten. Und ich glaube, auch das Dorf fühlt sich gewissermaßen auch verbunden mit uns. Es laufen jetzt politische Diskussionen, ob es jetzt denen auf Voltage Arc am See sollte, die untereinander gehen. Gehen wir alle an, ja, Voltage Archer, ja, See. Schaut die Videoclips, wir hören in Zwischenzeit ohne Videoclip Musik. I never got the curve, yeah. I always thought I was
Ja, wir sind in der zweiten Stunde taktlos Metal auf Radiokanal Carrock Session und auf unserem YouTube-Kanal. Diesmal nicht aus dem Studio von Radiokanal K in Aarau, sondern aus dem Proberaum von der Voltage Arc in Beinwil am See. Die ganze Band hier, nämlich der Moritz, der Timon, der Toni und der Merlin. Hallo! Wir haben es vorher schon davon gehabt, so ein bisschen, er hat gesagt, er plant eure Shows, mittlerweile eure Konzerte. So ein Teil. Also was ihr wo macht, ist das eher eine Entwicklung gewesen. Am Anfang auch einfach auf die Bühne gegangen, so mal schauen, was passiert, und dann gemerkt, da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Ja. Ist es, ja. Also wir haben am Anfang auch immer gesagt, ja, es ist sehr wichtig, dass die Show auch geil ist und nicht nur die Musik, weil irgendwie so, keine Ahnung, also wir haben ja auch so, also wenn du einfach ein paar Leute gesehen, die an Ort und Stelle stehen und ihre Musik spielen und dann gehst du wieder heim und dann hast du irgendwie keine Party gefeiert und kannst ganz so gut einfach daheim eine CD sehr laut auftreiben, dann hast du halt die gleiche Erfahrung. Und irgendwie, wir haben auch das Gefühl gehabt, es muss ja auch noch irgendwie etwas mehr gehen. Darum haben wir einfach immer so ein bisschen blöde Ideen gehabt, was wir alles so machen mit irgendwelchen Laubbläsern und Töffeln und Zeug und Sachen, die wir uns auf die Bühne aufgeschleppt haben. Das ist die erste grosse Ernüchterung, wo wir gemerkt haben, dass wir uns erstens die ganze Zeit gegenseitig verletzen und zweitens nicht mehr richtig können spielen, wenn irgendwie die Gitarren wieder in die Gesichter der anderen reinlanden und Zeug und Sachen oder irgendwelche Leute von der Bühne oben runterfallen oder was auch immer. Dann haben wir dann mal angefangen, wir so sagen, hey, schau jetzt, ich mache hier ein heikles Manöver in diesem Song, hier an dieser Stelle. Ich würde mir ein bisschen Platz lassen, wenn ich dich wäre. Das war so die erste Phase von der Showplanung dann, oder? Mit dem haben wir schon ganz Haufen blütende Nase können verhindern können. Was schon mal sehr gut war. Nachher ist die alles entscheidende, riesige Erfahrung dieses Jahr gekommen, dass wir nach The Treatment gespielt haben. The Treatment, eine britische Band, die können auf die Bühne aufstehen und Energie auf die Bühne bringen von A bis Z, die uns einfach mega inspiriert hat, um auch irgendwie wollen, einfach von A bis Z auf dieser verdammten Bühne eine Energie durchzubringen. Und nach einer näherer Betrachtung von dem und wie auch Diebstahl von diversesten Ideen, haben wir dann angefangen, unsere Show auch so ein bisschen so ein Plan zu haben, vielleicht so ein bisschen, was kann man eigentlich noch so alles machen und vielleicht was für Gadgets können wir auf die Bühne nehmen und irgendwie so vielleicht was ist sonst noch geil so auf der Bühne, was bringt Energie und auch so ein bisschen halt auch ein bisschen geschaut, oder wie wir das jetzt so ein bisschen machen wollen, wie wir die Bühne am geilsten können ausfüllen können und ich glaube, das ist schlussendlich das Hauptthema. Ein Show-Element, das bisher immer geblieben ist bei den Leuten in Erinnerung, ist mit dem Schweizer Röckli und der Schweizer Fahne. Yes. Das haben wir nicht abgeschaut. Was ja eigentlich ja, irgendwann durch zwei Stile sind, wo man könnte sagen, es beißt sich, aber die Leute haben auch Scheissfreude. Mhm. Es beißt sich auch, aber das ist glaube ich vom Toni. Der Toni muss da vielleicht erzählen. Er ist da der grosse Virtuos am Quetschbanken. Ja, also es ist ja eigentlich mehr so eine Gag-Idee. Und es ist aber, also, wir haben das einfach mal probiert und es hat Leute gegeben, die haben das irgendwie lustig gefunden, es ist irgendwie noch gut angekommen. Und es hat natürlich auch die gegeben, die es nicht lustig gefunden haben, aber schlussendlich ist es einfach ein Wiedererkennungsmerkmal. Und es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie über das würden identifizieren oder so, sondern es ist einfach ein Gag, wo einfach immer wieder kommt. Und es gibt immer zu reden und es wird schlussendlich in jedem Review erwähnt, wo wir gespielt haben. Und irgendwie ist jetzt das ist jetzt einfach und bleibt wahrscheinlich, voraussichtlich bleibt es einfach noch ein bisschen in dem Set drin. Genau. Wir haben jetzt noch einen Namen draussen. Wir können aber gleichzeitig schon wieder anfangen zu schreiben, dass wir parallel zum Konzert spielen. Ja. Genau. Also das heisst, das Booking geht weiter für das neue Album. Es geht weiter, ja. Schon ein paar vielversprechende Shows auf dem Plan, für das kann man jederzeit unsere schnieke Webseite konsumieren. Yeah! Und da zusammen stiefeln immer wieder. Lohnt sich wirklich. Und wie gesagt, gibt es ein paar geile Anlässe auf uns zu suchen. Aber das heisst, er schafft jetzt eigentlich parallel, das nächste Album wird in der. Also quasi spielen wir im Moment auf drei Ebenen. Oder? Einerseits sehen wir unser Album, das jetzt gerade rausgekommen ist, am Promoten. Oder? Das ist ja nicht einfach raus und dann lassen wir es, sondern sind hier etwas am Machen. Wir sind gleichzeitig das neue Album am Vorbereiten. Zudem sind wir hier unsere Show nach wie vor am Weiterentwickeln. Und neben allem spielen wir die Konzerte. Genau. Und das wieder zu dem Punkt zurückführt, dass wir einfach auf die essentiellen Sachen im Leben verzichten. Und also, wir versuchen natürlich auch ein bisschen zu planen. Oder? Jetzt haben wir, wirklich, ja. Wir treffen uns dreimal in der Woche und haben jetzt angefangen, wirklich so einzuplanen, dass wir was machen. Dass wir einfach
ja, so viel wie möglich rausholen aus der Zeit. Also mindestens 3 Monate. Ja, also schaffen wir wahrscheinlich. Schaffen an diesem Projekt nicht alle von uns 7 Mal in der Woche mindestens. Also, so. Also eigentlich jeden Tag gibt es irgendetwas, wo mit diesem Projekt irgendwie muss erledigt werden oder sollte erledigt werden. Und, aber es ist eben schlussendlich, muss man auch sagen, ja klar, wir verzichten auf viel. Das ist wirklich so. Wir sagen vielen Kollegen, Kolleginnen, Freundinnen, Familie sagen wir viel ab, weil wir halt einfach noch arbeiten müssen für da und also Fans schaffen. Kann man sagen, also ich es gibt auch viel zurück, aber es gibt es gibt so viel zurück, jedes Mal, wenn man auf eine Bühne rausstürmen und ein paar Pommesgabeln darf im Publikum betrachten, yeah. wo wegen der Arbeit, die man irgendwie geleistet hat, das können von 2 Pommesgabeln bis zu 1000 Pommesgabeln sein oder noch mehr, das ist eigentlich wie egal. Hauptsache, man sieht irgendwie ein Lachen in den Gesichtern der Leute. Kann ein bisschen. Es gibt dir so viel und so nimmt dir alles. Hello.
till the morning. Sometimes we give, sometimes we steal. That's what we are. Now what we'll do, all together we're the voltage are true. Wir sind am Ende von 2 Stunden Taktlos Metal auf Radikal K Rock Session von unserem YouTube-Kanal. Ihr habt gehört in der Stunde Royal Ugly Dude mit dem ersten Album, mit dem Debütalbum Generation D. In der 2. Stunde habt ihr jetzt gehört, nicht aus dem Studio von Radikal K, sondern aus dem Proberaum von Voltage Arc. Voltage Arc mit ihrem neuen Album Sextasy. Wenn ihr jetzt irgendetwas verpasst habt, wie immer, wir haben das Herz aus Stahl und das pöppelt gutmütig. Es gibt 3 Wiederholungen auf Rockstation, einfach auf rockstation.ch einhören. Ihr surft und dort unter Interviews schauen, wenn die Sendung läuft. Und anschliessend gibt es einen Stream auf YouTube. Stream, damit ihr die Alben kauft. Und dann habt ihr also Quatsch. Nee, das geht Quatsch, ist gut, aber dann sind wir händ. Jetzt ja Moritz, Timon, Toni, Merlin. Danke, dass ich dürfen im Proberaum kommen. Danke, dass du vorbeikommen, Roger. Danke vielmals. Die nächste Sendung wird wieder nur im Studio produziert. Ich weiss noch nichts anderes. Dann mit Disney Past und mit, wenn alles klappt, mit Steel Sign. Die haben einen neuen Sänger, neue Sängerin. Ich bin gespannt. Ja, ganz schön Abend. Geniessen, jetzt bleiben am Metal treu. Tschüss zusammen.
does not mean a broken mind. You better run. You better run. You better run. Hey, hello from the for your heart.